Linden, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, über die Hälfte des Energieverbrauchs in Deutschland entfällt auf die Wärmeversorgung. Das heißt, Klimaschutz kann ohne den Umbau unserer Energieversorgung im Wärmesektor nicht funktionieren. Aber es passiert viel zu wenig. Und ich glaube, da sind wir uns mit der Analyse auch einig. Die Modernisierung von Gebäuden kommt nur schleppend voran. Der Anteil von erneuerbaren Energien im Wärmesektor stagniert seit Jahren auf niedrigem Niveau. Und was machen Sie als Große Koalition? Sie tun nichts. Sie warten ab. Unverantwortlich finde ich das. Gestern wollte die Regierung eigentlich das Gebäudeenergiegesetz im Kabinett beschließen. Wohlgemerkt, darüber reden wir seit Anfang der Legislaturperiode. Doch die Kollegen Fuchs und Pfeiffer von der Union, die sich heute noch nicht mal trauen, hier zu erscheinen, sondern Frau Gundelach, die andere Unterzeichnerin dieses Briefes, hier jetzt sitzen hat, und die tun gemeinsam mit ihren Gefolgsleuten alles, um selbst diese minimale Bewegung im Gebäudebereich noch zu stoppen. In einem hanebüchenen Brief ans Kanzleramt haben sie die eigene Regierung aufgefordert, die Vorgaben aus Brüssel für einen Niedrigstenergiegebäudestandard komplett zu unterlaufen. Das ist fortschrittsfeindlich und das ist einfach nur peinlich. Was Sie hier treiben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, das ist nicht nur das Gegenteil von Klimaschutz, das ist auch das Gegenteil von Verbraucherschutz. Denn ohne Energiesparen und ohne erneuerbare Energien stehen den Mieterinnen und Mietern spätestens beim nächsten Ölpreisanstieg saftige Heizkostenrechnungen ins Haus. Das sollten Sie den Menschen da draußen ehrlicherweise sagen, wenn Sie hinter den Kulissen versuchen, jeden Fortschritt im Wärmebereich zu verhindern. Diese Regierung, diese Große Koalition ist nicht in der Lage, noch irgendwas Zukunftsweisendes für den Wärmemarkt auf den Weg zu bringen. Wir Grünen, wir zeigen, wie es geht. Mit unserem Aktionsplan Faire Wärme senken wir den Wärmebedarf deutlich und wir stellen auf erneuerbare Energien um. Und wir zeigen, wie das sozialverträglich und bezahlbar funktioniert. Der Umbau der Wärmeversorgung kann nur vor Ort gelingen, gemeinsam mit den Kommunen, gemeinsam mit den Menschen. Deshalb wollen wir insbesondere Städte und Gemeinden dabei unterstützen. Mit einem eigenen Bundesprogramm in Höhe von 2 Milliarden € jährlich wollen wir die Sanierung ganzer Viertel fördern. Damit ermöglichen wir warmmietenneutrale Sanierung für Menschen mit wenig Einkommen. Außerdem wollen wir gezielt die kommunale Wärmeplanung unterstützen. Damit stärken wir die Kommunen und machen sie zum zentralen Akteur bei der Energiewende. Ich nenne Ihnen exemplarisch zwei weitere Kernpunkte aus unserem Maßnahmenkatalog. Erstens, wir wollen die faire Wärmeversorgung. Dafür stellen wir nicht nur das genannte Sanierungsprogramm für Quartiere auf, wir schützen Mieterinnen und Mieter auch besser als die Große Koalition. Denn im Gegensatz zu Ihnen haben wir eine echte Mietpreisbremse im Programm und ein Klimawohngeld für Haushalte mit kleinem Einkommen. Außerdem verhelfen wir Mieterstrom zum Durchbruch und fördern genossenschaftlich betriebene Wärmenetze. Zweitens, wir bauen konsequent die erneuerbare Wärme aus. Dafür wollen wir anteilig die Erneuerbaren im Gebäudebestand verbindlich machen, wenn die Heizung sowieso ausgetauscht wird. Wir stimmen ja gleich auch über unseren grünen Gesetzentwurf dazu ab. Und wir werden Wärmenetze für erneuerbare Energien öffnen. Ebenso für die Einspeisung von Abwärme. Subventionen für Öl- und Gasheizungen werden wir sofort stoppen. Es ist doch absurd, dass diese Bundesregierung auch nach dem Pariser Klimaschutzabkommen noch neue Öl- und Gasheizungen mit Millionenbeträgen staatlich subventioniert. Ja, der Umbau unserer Wärmeversorgung ist anspruchsvoll, aber er lohnt sich gleich mehrfach. Denn Investitionen in eine moderne Wärmeversorgung sind gut fürs Klima. Sie machen uns unabhängiger von Öl- und Gasimporten und sie wirken als Konjunkturprogramm für die Wirtschaft, vor allem für das Handwerk. Doch die Große Koalition will lieber weiter abwarten und hoffen, dass sie die Klimaschutzziele im Gebäudebereich einfach so wie von Zauberhand erreicht. Das ist mutlos. Wir Grüne jedoch, wir wollen es endlich anpacken. Vielen Dank. Als nächstes hat jetzt Frau Dr.